hier nie gewonnen hat. Ja, der aber auch nicht durchgehend immer hier am Start war. Auch das ist richtig. Janne Ahonen, der, wie gesagt, nur hier springen wird. Warum er das tut, weiß ich nicht. Seine Form ist alles andere als herausragend. Ja, er hat auch noch Trainingsrückstand. Also sagt, er hat zwar keine Probleme mehr, also das ist alles gut verheilt, aber hat eben natürlich Trainingsrückstand, auch kraftmäßig Rückstand und will dann eben im Heimtraining Sprünge sammeln, ja. Vertrauen sich und wieder erarbeiten. Und Dragster-Rennen fahren, das ist ja seine zweite Leidenschaft. So gesehen war dieser Sprung gar nicht so schlecht von 95 Metern von Janne Ahonen. Und Janne ist 29. aber hat noch keinen Coup. Nein. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht kriegen. Robby Kranjec. Auch noch Probleme hier im Sommertraining. Andererseits weiß man, die Normalschanze, das ist nicht unbedingt die man für ihn erfunden hat. Und die Noten auch nicht besonders gleiche, ja, Weite wie Ahonen, aber er dürfte schlechtere Punkte haben. Ja. Also im Training hier hat er sich auch so präsentiert, nicht überragend. Auch er testet andere Ski, gefällt natürlich seiner alten Skifirma nicht. Romören kommt, Gerd, da habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage. Du als Experte, kann man denn einfach, obwohl man unter Vertrag steht, da so andere Marken runterschneiden? Nee, einfach nicht. Aber nach der Olympiasaison laufen die meisten Verträge aus. Und jetzt beginnt ja ein neuer Olympiazyklus. Und somit hat man jetzt die Möglichkeit eben zu testen. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich jeder, Robby Kranjec jetzt als Slowene, muss ja quasi Elan springen und kam mit dem Produkt sehr zurecht, sehr gut zurecht und sagt aber, ja, alle, die gewonnen haben, springen eben Fischer und ich will eben auch gewinnen und deshalb verspricht er sich von diesem Wechsel eben sehr viel und bisher konnte es noch nicht zeigen. Das führt natürlich auch zu Verstimmungen, aber man muss ja was ausprobieren, wenn man weiterkommen will und wenn es nur das ist, um zu wissen, dass der andere Ski auch nicht besser ist. Aber da gibt es natürlich dann hinter den Kulissen schon, ja, will nicht sagen böses Blut, aber Verstimmungen. Hauptsache Franz Neu, Lentner von eben dieser besagten Firma in Ried in Österreich, der kommt da hinterher mit dem Liefern und Produzieren. So, das ist Anders Jakobsen. Auch noch nicht so hundertprozentig stabil. Büchse der Pandora, ne? Das war wieder ein guter. Das war wieder ein guter. Also Romören ist Fünfter, Uhrmann ist Vierter. 100 Meter auf den Punkt für Anders Jakobsen. Gute Ausgangsposition. Ja, da müsste er kurz hinter Michael Uhrmann, ähnlich wie Björn Einer Romören sein. Platz 5, 6 ungefähr. Ja, wir haben ja eigentlich nur noch drei Skihersteller, die sich für die Sportart Skispringen einsetzen. Fischer, Elan und Atomic. Wir hoffen, dass Atomic da bei der Stange bleibt. Und man hört, dass eben Germina mit jemandem zurückkehrt als Partner. Jakobsen 0,3 Punkte hinter Uhrmann. So, und jetzt kommt der Papst von Polen, Adam Malsch. Stärker denn je, möchte man sagen, nach Doppelsilber bei Olympia. Hier unglaublich überragend, unglaublich souverän, unglaublich gut. Keine Frage. Führer. Keine Frage. Zwischen ihm und Simon Ammann sollte dieses Sommerspringen auch entschieden werden. 103,5 Meter. Gut, Thomas Morgenstern würde ich da nicht rausnehmen. Dann machen wir das auch nicht. Hier toll, oben Absprungübergang, ganz flüssig, sofort das V geöffnet. Auch normale gute Noten. So, und Anneli Pisto, die beiden, die seit Jahren durch dick und dünn gehen. Und Adam führt mit 3,4 Punkten. Adam Malisch vor David Kubacki, dann Kalakitui, dann Takuchi, dann Uhrmann, dann Jakobsen, Romören, Kott. Die junge Polen sind nicht so weit dahinter. Thomas Morgenstern, kann er die Ehre der Austria-Flotte retten? Nur er kann es, kein anderer. Er sagt selbst, ich bin auch noch am Probieren,
wenn das nicht ganz gut geht, bringt mich das nicht um. Jawohl, er bleibt dabei. Er bleibt dabei. Richtig gut, gibt es so ein paar Abzüge bei der Landung. Also es wird ein Trio. Auch ein paar Abzüge vom Wind her, aber das war mal ein Supersprung, 107 Meter von Thomas Morgenstern. Trotz der Abzüge sollte er davon bleiben. Und jetzt kommt ja nur noch einer. Und das ist der Toggenburger Simon Ammann. Wir haben ihm das versprochen, die Springer halten es. Es ist eine tolle Veranstaltung. Wetter hin, Wetter her. Und 0,3 Punkte Thomas Morgenstern hinter Adam Mosch. Nun kommt der Meister. Manchmal hat man den Eindruck, die fotografieren alle schwarz-weiß und er macht seine Bilder in Farbe. Ja, und er springt zur Verwunderung den geraden Bindungsstab wieder. Der macht sie alle nervös. Ja, nein, nicht nervös. Er ist sehr spät ins Training eingestiegen. Er springt erst seit Anfang Juli und nutzt eben noch das alte Material. Oh, der ist auch wieder hoch dran. Ja. Übrigens hatte Simi Probleme mit der Polizei. Weißt du das? Erzähl, nee. Ja. Er hat geheiratet und auch der Simi kann mal alle Viere gerade sein lassen. Da wurde es ein bisschen laut. Ja, bei der Feier. Und da haben sich die Nachbarn beschwert und kam die Polizei. Da musste Simi eine kleine Strafe zahlen. Ja? Ja. Das ist aber auch nicht nett, oder? Nein, aber Simi hat drüber gelacht, ja. Und hat sich dann natürlich entsprechend verhalten mit seiner Gesellschaft. Also auch jetzt nochmal offiziell. Eben nach Lauf der Dinge gibt es sogar zwei. Das ist die Frage. Das wäre schön. Das wäre ein Mutmacher zum Auftakt. Ja. Hat er gut gemacht. Ja. Hat er gut gemacht, Michael Hohmann. Ja. Muss man sagen. Keine Diskussion. So wie im ersten Durchgang 100,5 Meter, ein Meter weiter als im ersten Durchgang bei marginal mehr Aufwind, aber im Verhältnis doch weniger als die anderen. Könnte Platz 4, Platz 5 sein, etwa. Ja, er bekommt nicht so viel abgezogen. Ito sollte dennoch vorne bleiben, Freund ist Zweiter, aber okay. Ah, er ist vorn. Ja. Ein Punkt vor Ito. Na bitte, also. Die Pflicht ist damit eigentlich schon erfüllt. Gestern Dritter, heute zwei sehr gute Platzierungen. Jetzt kann kommen, was will. Und der Bundestrainer haut ab. Na klar. Naja, aber nur aus dem Ring. Genau. So, Simi, Simon Ammann. Ich meine, hier vielleicht nicht auf das Podest zu kommen, das würde ihn schon ärgern. Und er gibt alles. Das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht, glaube ich, um noch wie die Habichte hier nach vorn zu stoßen. Ja, um die 100 Meter, 99 Meter für Simon Ammann. Da wird er auch hinter Michael Hohmann einkommen. Aber der nimmt das nun wirklich nicht tragisch, das können Sie mir glauben. Ja. Da lacht er im Prinzip drüber, der Sieger des Vorjahres. Das Wetter mag er auch nicht, aber wer mag das schon? So kann Takeuchi, oder anders formuliert, kann Michael Hohmann seine Führung jetzt gegen Takeuchi und gegen Kaituri verteidigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gelingt. Was dann Kubacki, Morgenstern und Barnisch zeigen, steht auf einem anderen Blatt. Ja, die sind natürlich dann auch schon weiter weg nach dem ersten Durchgang. Takeuchi, oh, starker Sprung. Allerdings gibt es da auch mehr Abzüge. Aber saubere Vorstellung, 103 Meter und 104,5 ja. Meter. 9,2 Punkte, es müsste trotzdem reichen. Ja, müsste vorne bleiben. Er hatte ja auch 2,3 Punkte Vorsprung aus dem ersten Durchgang auf Michael Hohmann. Ja, das sieht schon gut aus bei Takeuchi, Absprungübergang. Ja, das sieht nicht nur gut aus, das ist eben auch gut. Und da gibt es auch nicht groß Abzüge für die Landung. Ja, Takeuchi, ganz klar. 8,3 Punkte vor Michael Hohmann. Nun Kalle Kaituri. Das ist der Stand der Dinge. Und noch einmal, wenn Sie geneigt sind, zu Hause zu sagen, ist ja nur der Sommer und da fehlen ja einige. Es fehlen nur 4 Superspringer aus Österreich. Alle anderen sind hier.
dementsprechend sind die Plätze von Oman und Freund richtig einzuordnen. Sie sind wertvoll. Aber auch hoch. Ja, der geht in die Spitze. Kalle Keturi, ja, das ist auch das Beste, was er hier abgeliefert hat. Ja. 106 Meter für Kalle. Absolute Klasse. Da geht er in Führung. Ja, bestätigt seine Sprünge gestern vom Teamwettkampf. Ist ja ein Autofreak. Im Dezember 2008 hat er einen neuen BMW in Dreier bekommen. Hier schwärmt davon. Aber jetzt schwärmen wir ein wenig von seinen Sprüngen. 3,6 Punkte vor Takeuchi. Also ein Podestplatz für einen Deutschen gibt es nicht. Und nun Kubacki, Morgenstern und Malisch. Können die auch noch zulegen? Ist das überhaupt möglich? Ja, vor allen Dingen für ihn jetzt eine neue Erfahrung. Das erste Mal als Drittletzter oben zu sitzen. Der Sieger der Quali, der Sieger gestern mit dem Team, der sieht auch nicht schlecht aus, aber ist nicht gut genug. Nicht durch. Ist nicht gut genug. Ja. Kubacki fällt zurück. Ist eben auch eine neue Erfahrung für ihn, oben zu sitzen hier im Weltcup im Sommer. Ist ja nicht, also beim Grand Prix als Drittletztes oben zu sitzen. Aber das sind alles Erfahrungswerte. Da oben hat er eine kleine Ecke drin gehabt, nicht mehr ganz so sauber. Aber das sind Lernprozesse, Erfahrungen sammeln und dann im Winter einzusetzen. Und immerhin Platz 4, im schlechtesten Fall Platz 6. Tolles Ergebnis. Thomas Morgenstern in der vergangenen Saison in Bischofshofen hat er gewonnen. In Sapporo hat er gewonnen. Weltcupsieger, Doppel-Olympiasieger von 2004. Er ist einer der größten in der Szene. Thomas Morgenstern und 107 Meter. Kubacki ist Vierter gemeinsam mit Ito. Gut, wieder gut. Oh, wie viele Punkte? 6,3 nur bekommt er abgezogen. Ja. Feiner Sprung, 106 Meter. Führung. Ja, das ist die Führung, das muss die Führung sein für Thomas Morgenstern. Auch sehr gute Noten, viermal die 19,0, einmal die 19,5. Hat ja auch schon gewonnen, ist erst 23 Jahre alt, hat seinen Pilotenschein schon fast in der Tasche. Alles, was Geschwindigkeit ist, das liebt er. Ist wieder mit seinem Vorbild zusammen in einem Wettkampf mit Kazuyoshi Funaki. Ah, es gibt so viele Aspekte, die man anfügen kann. Und 11 Punkte Vorsprung und nur einer kann ihn noch schlagen. Und das dürfte ihm nach diesem Satz von Morgenstern schwerfallen. Nämlich Adam Malisch. 2004 hat er hier gewonnen. Der große kleine Pole. Er braucht eine ähnliche Weite wie Thomas Morgenstern. Ja, ja, ähnlich weit war es. Vielleicht sogar noch einen Tick weiter. Also 107 Meter. Ja, der Sieger heißt Adam Malisch. Genau. Der Sieger heißt Adam Malisch. Und das kommt nicht von ungefähr. Der hat Sprünge hier angeboten, wie aus dem Computer. Vom Training an, über die Qualifikation, über den Teamwettbewerb. Nicht ein einziger schlechter Sprung dabei. Er setzt sie fast konkurrent. Och, toller Wettkampf, toller Wettkampf. Malisch, 3,8 Punkte vom Morgenstern. Überraschung, der dritte Platz von Kalle Keturi. Dann Takeuchi, dann Michael Uhrmann, sehr, sehr guter Fünfter. Vor Simon Ammann und Severin Freund ist Neunter.